Aber das schmeckt nach nichts. Das schmeckt nach nichts. Das schmeckt nach neutralem Esspapier. Hallo meine Zebra-Fans und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo mit den neuen Zebra-Bites. Ja Leute, das hier ist eine, was sind das? Das sind so kleine Waffelhörnchen in so einem Format Black and White mit einer Haselnusscreme. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe jetzt ganz zum Schluss erst gesehen, dass da eine Haselnusscreme drin ist. Aber ich bin gespannt, wie sie schmecken. Und wir werden sie mal probieren. So, ihr seht hier diese kleinen Hörnchen. Es ist wirklich eine Haselnusscreme. Ja, ist ja klar, es muss ja irgendeine Creme drin sein, sonst wäre es, glaube ich, auch ein bisschen langweilig. Aber ich hätte jetzt gedacht, das wäre eher so eine helle Creme, dann würde ich das ja richtig feiern. Naja, egal, mit Haselnusscreme, man kann es mal machen. Oh, und weich. Von der Haselnusscreme kriegt man gar nicht so viel mit. Mann, die Dinger sind aber auch klein. Also die sind wirklich richtig klein. Ich probiere mal noch einen. Also Leute, das ist überhaupt nichts Besonderes. Na toll. Es ist lecker, ja. Aber schmeckt nach Haselnuss. Die Waffel außenrum sieht optisch natürlich sehr gut aus. Weil sie so eine Zebrastreifenfarbe hat. Aber das schmeckt nach nichts. Das schmeckt nach nichts. Das schmeckt nach neutralem Esspapier. Und so ein bisschen Haselnusscreme innen drin, die man gar nicht wirklich richtig mitbekommt. Also man kaut drauf rum und es schmeckt nach Haselnuss. Aber irgendwie ist da auch viel zu wenig Füllung drin. Man schmeckt, dass das alles einfach nur nach Haselnuss schmeckt. Aber das ist ja, da hätte ich jetzt echt mehr erwartet. Also da hätte ich jetzt wirklich mehr erwartet. Wenn das noch eine Schokocreme-Füllung wäre, dann wäre das, glaube ich, noch leckerer. Sehr wenig Haselnusscreme-Füllung. Ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Haselnussfreund, aber man beißt drauf. Ich zerdrücke einen so einen Teil nur mit einem Bissen mit meinen Zähnen und das Ding ist schon drei Viertel weg. Also, nee. Das ist, Das ist, nö. Vielleicht soll das ja auch so sein, ich weiß das nicht. Also auch absolut kein Produkt für mich. Total langweilig. Man kann die nehmen irgendwie, um Eis zu verzehren, so als Deko oben drauf oder für Torten oben so zum Schmücken. Das wird sich lohnen. Aber die so zu essen, Leute, dann sind sie innerhalb von 2 Minuten weg. Also das ist wirklich, und der Geschmack, der ist jetzt auch nicht wirklich richtig geil. Nö. Ich glaube, das Einzige, was die sich hier richtig haben einfallen lassen, ist diese Zebrastreifenform, Farbe, keine Ahnung. Das ist das Einzige, was so ein bisschen schockt. Ich finde das nicht so gut. Ich würde dem 3 Punkte geben, Leute. Das muss man nicht nochmal machen. Lasst trotzdem gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns.